Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Freedom Cry. Ich hab's gelernt. Ja, war auch beim ersten Versuch, wirklich. So, wir gehen durch die flüssige Spielwelt. Das ist echt herrlich. Auch wenn gerade irgendwie ein paar Ruckler sind. War da gerade Ruckler? Hab ich Ruckler gesehen? Nee, ich sehe nur den Weg nicht. Alles gut. So, wir müssen da hinten hin. Um, was zum Teufel? Ich lauf doch nicht weg. Ha! Durch den Felsen hindurch. So, easy. Easy. Ja. Bitteschön. Arschloch. Nicht mal Danke gesagt. Das ist nicht nett. Naja, ich habe auf jeden Fall einen befreit. Wieso nicht? Kann man machen. Wir haben hier ein Sperrgebiet. So, die Maus kommt wieder weg. Plantagenüberfälle sind eine gute Möglichkeit, um viele Sklaven gleichzeitig zu befreien. Sie finden sie nahe Port-au-Prince und in der Karibik. Hab ich das nicht gerade schon gelesen? Wurde eine Plantage allerdings erfolgreich überfallen, bleiben sie verlassen, bis ein neuer Besitzer sich an diesem Ort niederlässt. Okay, das heißt, wir manipulieren sie. Und wir müssen irgendwie dahin kommen vorher. Ja. Schleichmodus aktiviert. So, durchwühlen wir sie mal kurz, ne? Geht ja hier ein bisschen flotter voran. Vor allem sind hier noch wenig Leute. Oh, das könnte jemand sehen. Okay, sieht niemand. Ich muss irgendwie trotzdem dahin kommen. Auch wenn mein Ziel da ist. Da singt jemand. Lol. Die Aufseher töten. Ich muss alle Aufseher töten. Lol. Oh Gott, das war close. Der hätte Hilfe rufen können. Oh, jetzt wird's knapp. Ich lebe riskant. Guck, guck. War wohl ein schlechtes Gespräch. Der Kollege ist irgendwie eingeschlafen. Das war seltsam. Naja, wir haben hier eine Kiste, die plündere ich direkt mal. 1 von 30 Truhen. So, und dann sabotieren wir nochmal das Glöckchen. Es funktioniert gerade schwer. Der Typ da hinten ist. Guckst du auf mich? Ja. Du solltest mal kurz herkommen. Könnte wichtig sein, der Typ in der Kutte. Der bleibt einfach stehen. Ja, jetzt drehen wir nicht durch, ja? Vierzig Sklaven können wir hier befreien. Krass. Haben wir irgendwelche Zusatzmissionen? Nö. Ach, das ist nur ein Plantagenauftrag. Ah, das ist eine Nebenaktivität. Ich verstehe. Hier haben wir die Windmühle wieder. Ah, kennen wir doch schon. So, aber ich kletter mal am besten richtig hoch. Wie es sich eigentlich gehört. Nicht, dass die mich sehen, wenn ich da plötzlich auf so einem Flügel rumstehe. Ich habe einfach das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen beschleunigt ist. Ich weiß nicht, das ist seltsam. Ein seltsames Gefühl. So, das haben wir auf jeden Fall erledigt. Wir müssen noch 10 Aufseher töten, bevor wir
Plantage befreien können. Und ich sehe da zwei Freiwillige. Neben der Glocke. Cool. Oh Gott. Du hast nichts gesehen. Das war close. Ich habe die andere Glocke gar nicht so mutiert, ne? Wir sollten nochmal zurücklaufen. Wo war zurück? Verdammt. Ich habe mich verlaufen. Nicht, dass sie da irgendwas aktivieren und dann kommen 50.000 Feinde. Das müssen wir nicht haben. Nein, der läutet die Glocke. Schweig du nah. Ohne Vorwarnung. Lebt der Typ noch? Du willst sterben. Der will nicht sterben. Das ist schlecht. Ich habe wenigstens dein Volk bekommen. Kann man ja mal haben. Ich kenne dieses Lied. Ja, aber ich habe noch hier zu tun. Moment. Plantage muss erstmal befreit werden. Ach, ich lauf zur Leiche. Das ist sinnlos, Müge. So, das zu dir. Dich nehmen wir auch mal hops. Euch lasse ich mal in Ruhe. Ihr seid mir zu nah dran. Obwohl, ach, das sind die letzten beiden, lol. Da haben wir tatsächlich alle. Hallo. Gute Nacht. Nur diese langweiligen Gespräche. Holy shit, was war das denn? Krass. Ach, das war mein Ziel. Lauft und sucht euch ein Versteck. Klar, versteckt euch auf einer Insel. Die so klein ist wie mein Zehennagel. 40 Sklaven befreit. Nice. Zusammenfassung, Befreiungsbelohnung, Wurfpfeil. Wurfpfeilbeutel, cool. Bauchbombenbeutel, aussehende Experto-Krede, gepanzerter Rammsporn, Dornenbüchsen, Knallkörper, geschmiedete Stahlmachete, tragbare Kanone. Ach, die kann ich mir holen. Ah. Beenden. Ein Sklavenschiff bringt 100. Holy shit. Ja gut. Kümmere ich mich jetzt um die Kontaktperson. So, jetzt sie wenigstens verlassen. Viele Leute können hier gar nicht mehr sein, ne? Nur mal so nebenbei. Ach da. Dieses Lied. Der Weise meines dort entlang. Hab Dank, Schwester. So, so, so. Er kann sich sowas merken, ich könnte es nie. Das wäre mir too much. Zack. Okay, puh. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoll, das Spiel. Jetzt nicht im Sinne von schwer oder so, sondern so mental, finde ich. Mit der ganzen Sklaverei und so. Und voll die traurige Musik, daran muss es liegen. Finden Sie die anderen Plantagen in Port und der Karibik. Achso, okay. Hier muss er gewesen sein. Und herzlich willkommen im Ladescreen der Ewigkeit. Es ist die Hölle. So stelle ich mir die Hölle vor. Stellt euch mal vor, ihr sterbt morgen, dann landet ihr hier. Im ewigen Ladescreen, bis ihr wieder respawnen könnt. Und mit respawn meine ich ein neues Leben. Kann ja sein, dass es so läuft. Wer weiß.
Ja, mir sieht das ein bisschen unnatürlich aus in der Geschwindigkeit. Ein Aufseher ins Wasser stoßen. Ein Luftattentat aus einer Höhe von 10 Metern. Wie soll ich denn das machen? Ah, ich kann mich reinschleichen. Ah, da unten steht jemand. Waren das 10 Meter? Oh, cool. Das ist schon mal ein Anfang. Oh, ich hab doch keins gemacht. Nur weil ich schwarz bin, du Arsch. Komm, ich muss einen von euch ins Wasser stoßen. Geschafft. Ich hab's geschafft, oder? Ein Aufseher ins Wasser stoßen. War das kein Aufseher? Was zur Hölle ist ein Aufseher? War das ein Aufseher? Ich glaube schon, ne? Arschloch. So, du musst erstmal sterben. Der muss sich so von seiner Schelle erholen und dann kommst du mal hier ans Wasser. Obwohl, das reicht, glaube ich, schon aus, ne? Nein! Du sollst ihn ins Wasser schubsen. Ach Mann. Wie verderber. Hallo? Ich habe zwar keine Klingen, oder? Doch, ich habe Klingen. Gut. Ich nehme aber trotzdem Machete. Bist du ein Aufseher? Komm mit. Nee, da ist kein Wasser. Nein, nicht schießen. Aua. Ha, Wasser. Na komm, komm. Habe ich mich gerade hinterm Pfeiler versteckt? Jawohl. Habt ihr das gesehen? 1A. Habe ich mich gerade hinterm Pfeiler versteckt? Nee, ich war im Busch. Ich wollte gerade sagen. Das wäre auch zu cool. Ich stelle mich hinterm Pfeiler. Du siehst mich nicht. Wenn ich dich nicht sehen kann, kannst du mich auch nicht sehen. Oh, easy. So, Augustin Defoe. Den Anführer der Maroons befreien. Okay. Das kriege ich hin. Gut, dass ich mich entschieden habe, hier unten lang zu gehen. Lass sie nicht entkommen. Der Fluss. Eine Wasserjagd. Damit kenne ich mich aus, Freunde. So eine Art von Jagd. Okay, das war neu. Aber ich habe einfach damit gerechnet, dass sowas passieren wird. Verdammt. Ja. Not bad, Alter, not bad. 100%. Oh, ich bin richtig in Fahrt heute, Freunde. Ich bin richtig in Fahrt. Augustin Dufour? Blondie sans fait.
Bondier Fessendi. Der Gouverneur hat zwei Gesichter. Bastien hilft, wo sie kann, doch der Weg zur Unabhängigkeit der Maroon ist weit. Und nun noch weiter. Ein Krieger wie du wäre sehr nützlich für unsere Sache. Bei allem Respekt. Ich diene einer anderen Bruderschaft und gab ihnen mein Wort, so schnell es geht, zurückzukehren. Jedoch nur die Aiwa wissen, wann das sein wird. Bis dahin teile ich die Unterkunft und Waffen mit dir. Vielleicht gehen wir ein Stück des Weges gemeinsam. Was brauchst du? Rekruten! Befreite Sklaven! Wer Krieger ist, kämpft mit mir! Der Rest bildet die Gemeinschaft, für die wir kämpfen! Ptitapti! Was so für so nie! Ich denke, ich kann euch helfen, eine Zeit lang. Ptitapti! Ich sorge dafür, dass du belohnt wirst für das, was du geben kannst. Fang bald an. Es gibt viel zu tun. Eine Donnerbüchse. Widerstand. Wenn Sie Sklaven befreien, gewinnen Sie das Vertrauen anderer befreiter Menschen. Sie können ihnen helfen, indem sie neue Waffen und Upgrades für sie und das Schiff bereitstellen. Wenn Sie Maroons rekrutieren, helfen Sie dem Widerstand auf unterschiedliche Weisen. Rekruten können bei Ihnen als Schiffsbesatzung angeheuert werden, Plantagen infiltrieren oder Sie mit Munition versorgen. Yay! Hab doch schon längst 50. Theoretisch. Ich hab 49, lol. Na gut. So, Donnerbüchse freigeschaltet, perfekt. Und das hier ist also jetzt unser Lager sozusagen, ja? Ich habe etwas. Was? Ah, hier kann ich mir Zeugs kaufen. Ah. Kleine Bleikugeln. Füllen wir mal auf. Einen schönen Tag. Unsere Aufgabe war es also, die Donnerbüchse aufzurüsten. Okay, haben wir gemacht. Was? Kleinkind, du. Musst du überall rumklettern, ja? Und somit kehren wir zurück in die Schlacht. Wir sind wieder in der Hölle. Lauf nicht auf das Licht zu. Ich frage mich, was dieses Licht überhaupt zu bedeuten hat. Ach Gott, das ist wirklich grell. Ich finde es faszinierend, dass einfach nur ein Bild einen blenden kann. Es blendet mich richtig, wenn ich da reingucke. Aber auch nur, weil es zu hell ist. Dabei kann es eigentlich gar nicht sein, weil der Bildschirm ja niemals so hell sein kann wie die Sonne. Aber es ist einfach so das Gefühl. Als würde ich geblendet werden. Aber ich gucke trotzdem rein und werde nicht blind. Ach ja, der ewige Ladescreen. Yay! Donnerbüchse. Die Donnerbüchse ist eine Schusswaffe, was du nicht sagst, die mehrere Ziele gleichzeitig treffen kann. Sie hat eine kurze Reichweite, kann nur einmal abgefeuert werden, bevor sie nachgeladen werden muss, und Treffer wirken tödlich. Drücken Sie nach links oder rechts, um die Donnerbüchse auszuwählen, dann Y, um einen Reflexschuss abzugeben. Halten Sie LT gedrückt und bewegen Sie R zum Zielen, dann drücken Sie RT zum Schießen. Es gibt mehrere Varianten der Donnerbüchse, jede mit eigenen Spezifikationen. Boom! Okay. Jetzt ein Haufen ausgeschaltet, krass. Nun ja, wir haben da ein verdammtes Ausrufezeichen mit einem Schloss dran. Warum ist da ein Schloss dran? Ich muss Maroons rekrutieren. LOL.
Ich würde aber glatt behaupten, wir werden erstmal dahin gehen und auf dem Weg dorthin werden wir die Rekrutierung vornehmen. Das ist doch ein guter Plan, ne? Ich finde, damit kann man leben. Ist das jetzt der Hin- oder Rückweg? Müsste der Rückweg sein, ne? Ja. Finden Sie andere Plantagen? Ja, ja. Ich finde das ein bisschen crazy, dass man Missionen freischalten muss. Das ist ja seltsam. Das hat ein bisschen was von einem Browser-Game. Dass man quasi erstmal was erreichen muss. Beziehungsweise warten muss, bis man eine Mission betreten kann. Nicht mein liebstes Feature, muss ich schon sagen. Ach, guck mal die beiden an, wie süß die sind. Jetzt sind sie tot. Oh. Töte mich nicht! So, der musste erstmal sterben. Nein! Der eine einzige Sklave! Ich brauch den! Ein so ein scheiß Sklave, weißt du, und ich renne da hinterher. Weißt du was, verreck doch. Ganz ehrlich, ich laufe einem einzigen Sklaven nicht mehr hinterher. Das können die vergessen. Was will ich denn mit einem Sklaven? Oder im Endeffekt wäre es das gewesen, was mir fehlt. Das wäre es gewesen. So, wir haben keine einzigen Sklaven gesehen. Also, bis auf den einen. Aber gleich werden wir eine Menge sehen, passt auf. Dafür müssen wir nur hier hochkommen. Das hast du dir selbst eingebrochen. Ja, komm, weiter. Adieu. Komm, adieu. Adieu. Das stimmt mit dir nicht. Da könnt ihr euch sogar hochklettern. Und ich bin nicht wirklich sportlich. So, was ist das da unten? Ach, Sklaven. Zwei Maroons, ja, das geht schnell. Das geht doch schnell. Bestimme selbst über dein Leben. Da haben wir auch einen Haufen. Da gehen wir als nächstes hin. Ja, coole Nummer. Du hast nichts gesehen. Ja. Ach, bist du der Einzige, der noch lebendig ist? Hey. Ach, ich muss nachladen, ne? Hey, jetzt komm. Meine Fresse. Ups. Ihr seid zu gütig, mein Herr. Du hättest das Gleiche getan. Ich glaub nicht. So. Nur zwei Maroons draus bekommen? Pff, ist ja lächerlich. So, Freunde. Ich würde glatt behaupten, ich werde jetzt noch ein paar Maroons zusammensammeln. Und dann sehen wir uns morgen bereits fertig gesammelt. Und einsatzbereit bei der Mission. Was sagt ihr dazu? Ist das ein Deal oder ist das ein Deal? Ich glaube, so können wir das handhaben. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, drückt mir einen Daumen nach oben und hoch. Ich muss den Typen auch vorher töten, ne? Jäger. Oh, das sind Berserkerpfeile. Toll. Hoppala.
Das wäre ein Schlafheide gewesen. Ups. So, ich wollte ja Tschüss sagen, ne? Dann spiele ich einfach weiter. Ich alter kleiner Gnome. Okay, das sieht ziemlich eintönig aus, die ganze Zeit Sklaven zu befreien. Haut rein. Euer Zero, tschüss.